Stopp und hallo, Drio, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 16 im Karrieremodus mit mir, dem Nefkara auf Legende und 1860 München. Heute geht's ran gegen Manchester United. Die dürfen natürlich im Heimtrikot spielen. Manchester United, Champions League Finale gegen 1860 München. Das ist natürlich was. Arno ist heute nicht dabei, dafür würde ich gern Wolf mitnehmen, vielleicht einer noch, der dann doch ein bisschen stärker ist. Borek ja jetzt noch zu uns gekommen, noch ein Stürmer mehr mit Coaches und Co. Ist halt nur Vorsichtsmaßnahmen, hat halt nichts gekostet, kann man für 2,2 Millionen relativ schnell wieder abgeben. Coaches ist glaube ich noch ein bisschen jünger, 21, Borek ist 22, hat aber gute Arbeitsraten und kann von uns aus dann in einen größeren Verein überwechseln, also da geht eigentlich noch was. Kötze ist heute gar nicht dabei. Dafür will ich Garell mitnehmen. Falls hinten ein paar Fehlerchen passieren. Ansonsten bleibt die Elf so. Manu muss mit der besten Elf auseinandergezerrt werden, die wir halt zu bieten haben. Das sind halt die, die jetzt spielen. Und wir gehen jetzt rein in die Partie. Champions League Finale. 1860 München gegen Manchester United im Stadio Olimpico. In Italien. Manu gegen 1860 ist das Finale. Wir werden unser Bestes geben. Manu wird das auch tun. Ich bin sehr gespannt, wie Manu spielt. Haben ja mit Arsenal schon einen englischen Vertreter gehabt, den wir rausgeworfen haben. In den letzten drei Spielen 3 Tore, im letzten Spiel gab es schon wieder 2. Wenn Uni den gilt es zu stoppen, 1860 die Chance jetzt am Freitag endgültig den Sack zuzumachen. Beziehungsweise halt das Triple einzusammeln. Mit 1860 ist uns das ja auch, glaube ich, in der ersten Saison schon gelungen in der Champions League. Letztes Jahr, ach, nicht 1860, also Kaiserslautern. Dieses Jahr ist es 1860. Ja, wenn du Schweinsteiger als offensiver Mittelfeldspieler und Schneider liegen, zentral ist das nicht eigentlich andersrum. Varela, Luke Shaw. Ja, Luke Shaw finde ich nicht so mega stark eigentlich. Ein bisschen zu sehr gehypt, der junge Mann. Klar, der ist ein Talent. Aber bei englischen Spielern, die werden immer relativ schnell hochgehypt, wenn die ein bisschen was zeigen. Ja, meistens ist es halt so, dass sie direkt wieder in der Versenkung sind nach einer Saison. Schneiderlin ist jetzt Oxley Champion. Oh, Foul. Schon das erste Foul. 29 Meter. Freistoß für Nefkara. Der war gar nicht so schlecht. Neves fault da, indem er einfach gegen den Spieler läuft. Und den Ellbogen in die Fresse bekommt, eigentlich andersrum dann. Für mich. Bin halt gespannt, wie Manu spielen wird. Schlechte Ballannahme. Ah, der Regen macht einen Strich durch die Rechnung, Sani. 1860 schon mit der ein oder anderen Torschance jetzt schon gewesen. Geht auch direkt weiter. Ballbesitz für 1860 auch hier. Bilal läuft hinterher. Nandez, Ter Aves. Schweinsteiger kennt uns ja gar nicht. Was zum Henker, Alter. Da muss Korkmaz auf jeden Fall dran gehen. Schlechtes Passspiel. Aber das hat trotzdem noch funktioniert, Gott sei Dank. Korkmaz, nicht so eine schöne Ballannahme.
gefährlich. Cardoso auf Sonny. Schön rübergelegt. Ja, steht da schlecht. Cardoso, Mata. Ah, mit kleinen Pass. Stockfehlern bis hierhin von uns. Kennt man von uns in der Champions League noch nicht so sehr. Wir wirken nervös. Geht ja hier um Champions League Finale. Aber man merkt auch, dass Manchester United nervös ist. Anscheinend. Wir standen ja auch schon lange nicht mehr im Champions League Finale. Wow, Neves. Ganz, ganz starke Aktion. Klare Sache, da wird er von hinten umgebrettert. Kann auch froh sein, dass es nur gelb ist. Von Luke Shaw, 29 Meter. Versuchen wir es doch mal mit Sandy. Der ist echt gut! Nandes! Der war wirklich nicht gut, nicht schlecht. Der wäre wirklich unten reingesiegelt. Gar nicht so schlecht von Sandy. Gefährlicher Freistoß. Haben wir jetzt schon einen guten Mann zweimal zu einer Glanzparade gezwungen. Gabriel, nicht so schön. Eine Ballannahme. Wenn dann das doch passen könnte. Der wäre wirklich ein richtig guter Spieler, wenn er denn dieses... Neves. Nandes! Er kann halt nicht passen und nicht schießen. Das macht ihn halt ziemlich schlimm für uns, aber er hat eine hohe Defense-Rate und die macht er auch teilweise richtig stark. Interessant an der Stelle ist leider, dass er viel zu klein ist, um das eigentlich durchzusetzen und sehr wenig Körperstärke hat. Erinnert nichts daran, dass er unser bester Zweikämpfer ist von den Werten her. Zeigt er auch manchmal hier. In der Aktion hat das gerade wieder gezeigt. Nandes! Pfosten! 38 Minuten, 18:60 drückt! Und das jetzt auch schon mal gut sein können, ja. Traumtor wäre es gewesen. Was für ein schlechter Pass. Muss man ganz klar zugeben, es sind halt unsere, nicht unsere Mittelfeldspieler, sondern halt die Außenverteidiger. Warum er? Warum? Bis zum Eck, was macht ihr denn? Das ist eine ganz klare Aktion. Hier muss man eigentlich den Ball jetzt einnetzen. Aber irgendwie fanden sich meine Spieler gerade zu blöd dafür. Bilal! Der macht's einfach nicht. Ernsthaft? Der war da dran. Das kann nicht wahr sein. Ruben! Abgefälscht. Ja, Schweinsteiger, da musst du dich aber gegen Neves hier durchsetzen. Der das eigentlich stark macht, bis der Pass dann kommt, der war dann schon echt mies, aber der Zweikampf, der war echt genial.
Einwurf höher. Was? Er tritt mir auf den Fuß und mich nicht bewegen kann. Gott. Ein gutes Spiel, interessantes Spiel. Wir haben 60% Ballbesitz. Manu hat nicht einen Torschuss bis hierhin. Und Gabriel spielt schlecht. Ja, Nandes aber auch. Gabriel nur eine 5er-Wertung. Müsste Van Huni eigentlich auch haben. Na klar, meine ich hier. Das war richtig schön schlecht. Das war wirklich richtig schön schlecht. Von der Ballmitnahme bis zum Ende ganz schlecht gespielt. Korkmaz, Cardoso hier Fehler, aber holt sich den direkt zurück, Gott sei Dank. Ruben Neves. Das könnte eine Ecke geben, tut's aber nicht. Korkmaz Fehler. Bleib an dem dran, Mann. Stark von Gabriel. Super stark von Gabriel. Ganz, ganz geil! Gabriel! Yeah! Da erobert er sich den Ball und dann technisch mit dem schwachen Fuß. Hier, zack! Er ist halt beidfüßig. Mr. Schippelsieg. In der ersten Halbzeit schwach, in der zweiten Halbzeit das Ding hier. Erst den Ball selbst erobert. Verdient. 1860 macht mehr. 1:0. Jetzt geht's weiter. Sani noch gelb für das Foul. Wir können im Fall der Fälle noch den Graven einwechseln. Gute Aktion. Aber leider schwach gespielt wurde. Nandes, Ruben. Schön gemacht, Arlowski. Super gemacht. Warum steht er da nur doof rum? Kann locker das Ganze für sich entscheiden, Cardoso. Ja, Bilal hier und heute ziemlich häufig mit den falschen Aktionen genau zum richtigen Moment.
Hernandez den Ball da bekommt. Dann wird es richtig gefährlich, sowas zum Beispiel. Leider, leider, leider. Hernandez ohne wirklichen Raumgewinn. Wir müssen mal reagieren hier. Hernandez und Ruben, einer von beiden ist auf jeden Fall voll im Arsch. Hernandez ist derjenige welcher. De Jong kommt rein. Sollte Tunis nicht nochmal passieren gerade, deswegen direkt der Ball weggepasst. Erinnert aber nichts daran, hier ist es wieder passiert. Klares Halten und Zupfen. Erinnert aber nichts daran, Ball direkt wieder bei uns. Das wiederum war nicht stark. Schade drum, erinnert aber nichts daran, dass er wirklich gerade das super gemacht hatte. Drin. Nein, er ist nicht drin. Mega Parade von Dragowski, echt übel. Die war wirklich mega stark. Da passt er einfach. Da passt es einfach nicht mehr. Das war einfach nicht gut. Nafka geht nach hinten. Ruben Neves kommt rein. Aurelio kommt. Und den Graven links. Da reicht die Ausdauer nicht mehr. Vorher Dragowski mit einer Mega-Parade. Das Spiel ist vorbei! Champions League Finale gewonnen! 1860 München durch Gabriels 1:0. Wir waren das bessere Team und holen uns das Triple. Jetzt kann das Team feiern. Kein Gegentor zugelassen gegen Man U. Dragowski in der einzigen gefährlichen Situation, die sie hatten, eine Glatzparade rausgehauen. Guerrero hatte auch so ein, zwei, drei richtig gute Paraden. Aber dann am Ende scheitert er gegen Gabriel. 1860 holt das Triple. War kein ultimativ hochklassiges Champions League Finale. Beide Mannschaften waren etwa gleich stark. Aber wir hatten die bessere Chance und jetzt ist es halt so beim Champions League Sieger 1860. Im Gegensatz zu Kaiserslautern-Saison bleiben wir aber bei jedem Tag bevor kommt noch ein Jahr bei 1860, denke ich. Wir werden somit einen genauen Blick nochmal darauf werfen. Tottenham wird unser Copa Europa-Gegner sein. Champions League-Sieger. Zu Recht. Hier gewinnt 1860 das Champions League Finale.
und holt sich die Champions League und holt sich damit das Triple. Nandes heute nicht so stark, aber auch nicht so schwach. Und die beiden Sechser haben heute eigentlich zusammen gut agiert. Ruben Neves, hier schöner Pass auf Nandes. Und dann fehlte nicht viel. Da wäre De Gea nicht mehr rangekommen. Gabriel, der hatte seine Chancen. Alter, mit dem Kopf. Mit dem Kopf! Es war übrigens Bilal, glaube ich. Die sehen ja beide sehr ähnlich aus. Also wir haben viel versucht in der ersten Halbzeit. Ist halt uns nicht geglückt, das Tor. Aber es geht schon in Ordnung, wenn man das so mal betrachtet, die ganzen Chancen, die wir hatten. Dann hier Gabriel, den Riesenfehler. Kann er nutzen! Kann er nutzen! Das wichtigste Tor seiner Karriere. Das war's. Das war die einzige Chance der zweiten Halbzeit. Deswegen gab es auch keine Nachspielzeit quasi. 1860 gewinnt das Champions League Finale mit 1:0. Die beste Aktion Fabio Cardoso, auch mit dem besten Spiel aller Zeiten, was er gemacht hat. 3 von 4 Zweikämpfen super hinten gestanden. Nandes und Neves, Sané, wir haben gar nicht gewechselt. Die Leute, die auf dem Platz gestanden haben, sind geblieben. Sané, Top-Spiel geliefert. Nefgara nicht so stark. Aber Gabriel, Cardoso. Tja, wir haben die Champions League gewonnen. Alles andere spielt keine Rolle mehr. Turnierpreisgeld 15 Millionen. Das war das Champions League Finale. Das war schon mega genial. Daumen nach oben. Neves verbessert sich auf 76. Aurelio auf 69. Top. Die Werte unserer Jungs hier. Ich kann nochmal gucken. Aurelio 1,7 Millionen wert. Gabriel. Neves jetzt 7 Millionen wert, könnte natürlich noch mehr sein. Spieler des Turniers könnte... Was, Rooney? Ernsthaft? Finde ich ja ehrlich gesagt nicht. Finde ich ja wirklich ehrlich gesagt nicht. Ah, Bilal. Ihr seht, wie viele Jahre der da bleiben wird. Das heißt, Bilal ist jetzt weg. Können ihn eh nicht halten. Er wird also jetzt gehen, leider. Otavio. 76, gar nicht so schlecht. Können wir mal draufpappen auf die Liste. Ist halt schon was älter. Oh, Firmino. Nope. Der fällt leider doch dann wieder raus. Das ist nicht schlecht. Felipe Augusto, den haben wir uns ja auch gerade angeguckt. Nee, bin schon der junge Mann da. Und der Monatsbericht unserer eigenen Jugendmannschaft, hier sehen wir es nochmal. Ja, vor allem Gandolf hier, der Chance, bieten ihm mal einen Vertrag an. 2 Jahre, künftiger Stammspieler, mehr ist leider nicht drin, Gandolf. Luciano verbessert sich doch nochmal einen Punkt. Gerade sogar von sich aus, muss man sagen. Coaches würde gerne verkauft werden oder verliehen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Hier, ihr seht, Angebot abgelehnt. Können euch ja mal, ich kann ja mal zeigen. Nochmal. 150.000 wäre ich halt bereit noch zu bezahlen, weißt du. Bist du ja nicht wert, aber... Gondorf sagt natürlich ja, kann hier alles raus. Bilal wird halt gehen, wir werden ihn halt nochmal wieder zurückholen müssen, ist natürlich klar, wie Kloßbrühe. Idee kann noch ein bisschen sich verbessern. Arnorski fällt da raus, Sani ist nicht mehr Talent. Sieht man hier. Ist ärgerlich. Sani ist nicht mehr Talent. Neves schon. Sinkgraven auch. Sinkgraven. Kannst du noch auf 77 hochgehen? Dein Ernst? Was hast du denn für eine Pass-Dings? Komm hier, pumpen noch mal ein bisschen. Sinkgraven auf 77 wäre auch geil. 77, top, direkt gekriegt. Ausdauer, Beweglichkeit, Marktwerterhöhung, plopp. Genauso muss das sein. Sinkgraven erhöht sich auf 9 Millionen, genauso muss das.
ein Mann für die Zukunft. Stürmer, 18. Vertrag läuft in einem Monat aus. Lol, er ist direkt arbeitslos. Bilal sagt halt nein. Ihr kennt's ja, Juri Tillmans. Jetzt können wir nochmal hier gucken. Alter. Was bist du denn für einer? Juri Tillmans kennt jeder an FIFA. Deswegen ist er eigentlich nicht interessiert. Aber an ihm hier kann man interessiert sein. Fabinho. Alter. Top-Werte. Letzte Folge geht natürlich dementsprechend auch was länger. Wir gucken natürlich auch nochmal nach geilen Scoutings. Du bist einfach zu alt. Du bist zu alt. Das sind dann halt auch Leute, die halt Vertrag auslaufen haben. Junusovic. Echt? Dahin bist du gewechselt? Ja, Bilal wird dann gehen. Tut mir natürlich leid. Gegen kann ich relativ wenig machen, dass Bilal sich verzieht. FK Krieg kann auch punkten, Aurelio kann auch pumpen und ist natürlich auch im Training drin. Bam, 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 bam. Luciano Arnos, natürlich. Der muss natürlich auch pumpen ohne Ende. Sascha Ede. In diesem Jahr geht es natürlich für die alle noch um was. Alter, der ist nur auf 63 geschafft. Taugs sind U 76. Pff, weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht. Sehr schön, Idi geht natürlich jetzt nach oben. Auf 64. Muss er auch, Abschluss muss er noch ordentlich arbeiten an sich. Dribbling, Ballkontrolle, Ausdauer, das ist halt das, wo gerade Aurelio drin pumpen muss. Gabriel, ja, das ist ja auch dieselben Sachen, wo auch Gabriel drin sich verbessert. Darmstadt hat es nicht geschafft. Augsburg darf dementsprechend weiter in der ersten Bundesliga kicken. So, übrigens das, was wir uns jetzt nochmal angucken werden. Die Saison ist nämlich jetzt rum. Und dementsprechend gucken wir uns auch nochmal an. Werden wir uns mal ganz schnell nochmal andere Ligen angucken hier. Und dann ist die Folge auch eigentlich zu Ende. Wir können nochmal hier Verträge gucken. Sind alle verlängert worden. Nefkara natürlich. Der, Alter. 160.000. Na gut, machen wir das diese Saison noch. Und dann da keine Probleme in der nächsten zu kriegen. Krank. Ist natürlich ein Spieler, der will halt ordentlich Knete haben. Aber wie gesagt, wir gucken jetzt nochmal an die anderen Ligen rein, wie es da aussah. Argentinien interessiert nicht. Belgien ist Lüttich-Meister geworden, knapp. 1860 ist bei uns Meister. Aufgestiegen ist Stuttgart, ist wieder zurück in der ersten Bundesliga mit Frankfurt zusammen. Die Eintracht und die Stuttgarter, die haben ja letzte Saison den Abstieg gemacht. Die sind wieder zurück. Freiburg und Lautern sind wieder weg. Dänemark ist Kopenhagen Meister. Manchester United wird Meister. Die Champions League leider gegen uns nicht gewinnen können. PSG ist Meister geworden in Frankreich mit echt Punkten Abstand. Juventus Turin ist in der Serie A Meister geworden. So, jetzt wird es langsam nochmal ein bisschen interessant. PSV Eindhoven vor Ajax Amsterdam auch mit richtig dicken Punktabstand. 15 Punkte sind schon echt viel. Norwegen ist Rosenborg Meister geworden, das ist eigentlich klar. Legia Warschau vor Lech Posen, wie letzte Saison auch schon. Das ist echt komisch. In Portugal ist Porto endlich wieder Meister. Letztes Jahr war es, glaube ich, Benfica oder Sporting. Porto hat dieses Mal wieder mit Abstand. In Irland wird es wohl Dundalk vor Shamrock Rovers und Spartak Moskau holt sich in Russland die Krone. Ein Punkt nur Vorsprung vor ZSK und Zenit St. Petersburg. Das ist schon echt krass. Und in Schottland wird es Celtic. Schweden ist es Göteborg geworden. Basel, also der FC Basel vor den Young Boys Bern. Ja,
auch mit ein bisschen Punktabstand. Und in Spanien ist Barcelona mit einem Punkt vor Atletico Meister geworden. Real Madrid wird nicht in der Champions League dabei sein. Letztes Jahr war es Barcelona nicht. Dieses Jahr ist es Real Madrid nicht. Ziemlich interessant eigentlich. In Türkei ist Trabzonspor vor Galatasaray. Dann kommt Fener, besiegt das. Interessant. In Österreich sind Red Bull Salzburg natürlich. Das muss aller Dinge. Und nochmal. Dann können wir nochmal einen Blick auf die Champions League werfen, die wir gerade gewonnen haben. Und dann war es das eigentlich schon. Euroleague hier sieht wie folgt aus. Da müssen wir auch nochmal einen Blick drauf werfen. Da ist Tottenham Meister, also Europa League-Sieger halt geworden. Von den Bundesligisten ist halt keiner in die K.O.-Phase gezogen. Wobei, das kann man gar nicht sagen. Achtelfinale davor ist ja auch noch was. Und wir sind halt Meister geworden in der Champions League. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich von euch. Das war FIFA 16 im Karrieremodus mit mir, dem Lev Kara, auf Legende und 1860 München in dieser Saison. Und wir sehen uns dann morgen wieder in der neuen Saison mit 1860. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, Leute. Haut's rein, wir haben das Triple geholt. Ciao, ciao!